1941 haben schon die Massenerschießungen begonnen in Vilna. Wer keine gelbe Arbeitskarte gehabt hat, war verloren. Die Menschen hat man verschiedene Sachen erzählt. Ja, also zum Beispiel hat man erzählt, bestimmte Gruppen werden jetzt nach Kovno gebracht, aber der Zug ist also in der Vorstadt, also damals war es noch keine Vorstadt von Vilna, ein Ort halt in der Nähe von Vilna, Pomar, stehen geblieben und dort sind die Menschen erschossen worden. Und diese Maritat erzählt, wie die jungen Männer, als sie gemerkt haben, wo es hingeht, die Tür vom Waggon aufgebrochen haben, versucht haben zu fliehen oder sich auf die Gestapo-Leute gestürzt haben und mit Zähnen und Klauen um ihr Leben gekämpft haben und einigen sogar die Kehle durchgebissen. Aroys is in Vilne am naher Bafel, so bringen die jeden von Shtetlekh. Gebracht hat man alle, von Junge bis Alt, afile, oykh, kranke, oykh, betlekh. Tsunoyfgeshpart hat man dem Lager, man hat sie genumen sortirn. Oshmener yidn in Vilne zu bleiben und soller auf Kovne zu firn. Arayngespart hat man vom Lager, junge und frische korbones. Arayngespart hat man sie alemen glaykh in dieselbe farmakhte vagones. Der Tsug ist sich langsam gefahren, gepfeift und gegeben sirenes. Tanziehe Ponar, der Zug stellt sich ob, man cheppet dort ob die Vagones. Sie hoben der Seines, man hat sie verfehrt, man fährt zu der schrecklichen Schiete. Sie hoben zu brochen die Tier vom Waggon, genommen allein machen Pläte. Sie haben geworfen sich auf der Gestapo und sie die Kleider zerrissen. Geblieben sind liegen neben die Jiden etliche Deutsche zu bissen. Es haben die Ghettos von der Provinz gegeben 4000 Korbones. Und abgeführt hat man die Sachen von sei zurück in dieselbe Vagones.